Zum Raccoon Rumble luden die Esslinger Raccoons am Samstag auf dem Sportplatz am Jägerhaus in Esslingen ein. 9 Mannschaften traten auf 2 Plätzen im Flag Football gegeneinander an. Luca Weise von den Esslinger Raccoons erklärte uns den Sport. Flag Football ist eigentlich so die Light-Variante vom American Football. Also du hast weniger Leute, du spielst es nur 5 gegen 5 und du spielst in einer kontaktarmen Variante. Also ein Tackle gibt es bei uns nicht. Wir haben Flaggen an der Seite, deswegen heißt es auch Flag Football. Und sobald die Flagge gezogen ist, das ist gleichgültig mit einem Tackle im Football, dann ist der Spielzug zu Ende. Du hast aber trotzdem die Position Quarterback, Receiver, Running Back, also du hast ein Playbook, mit dem du spielst. Du spielst ganz normal Football, nur halt mit weniger Leuten und ohne Kontakt. Wir spielen seit 2015. Wir haben angefangen als Gruppe von Freunden im Park, also in Deizesau unten. Und sind jetzt mittlerweile eine wirklich gestandene Mannschaft, so von der Spielerzahl her. Also wie gesagt, man braucht 5 Spieler. Wir sind aktuell ein Kader von 22 Leuten und spielen jetzt, sag ich mal, so ernsthafter seit ungefähr einem Jahr hier oben am Jägerhaus bei der Turnerschaft Esslingen und haben auch regelmäßig Training, wöchentlich, mittwochs immer von 18:30 bis 20:30 Uhr. In der nächsten Zeit haben wir auf jeden Fall das Tackle-Team als großes Ziel von uns ausgegeben. Wir wollen nächstes Jahr mit dem Trainingsbeginn beginnen, also sprich richtiger American Football in Esslingen. Und in der Saison 2019 wollen wir dann einsteigen in den richtigen Spielbetrieb mit dem Tackle-Team. Und parallel wird Flag Football für uns weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Wir werden es auch weiter spielen, wenn weiterhin so Spieltage wie heute haben und an Turnieren teilnehmen. An einem Informationsstand konnte man sich über die Zukunftspläne des Vereins informieren und die Kleidung mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Auch gab es einen Verkaufsstand und natürlich Essen und Getränke. Während des Spiels kam eine Regenwand und machte sowohl die Spieler als auch einige Zuschauer mächtig nass. Die Spieler ließen sich davon aber nicht beirren und spielten weiter, als wenn nichts wäre. Die Raccoons belegten den 6. Platz und die Mainz Legionaries gewannen.